Und da sind wir wieder bei Hyrule Warriors. Yay! Es geht weiter mit dem Huuuuh. Das ist ein Transportsender für SP, juhu. Für Herzen. Stimmt, das ist die Herzenmission. Einen Moment, brauchst du sowieso keine Heilung. Hallo Goma! Sollten wir möglichst Spezialattacken drauf benutzen. Da sind auch SP neben ihm gejobbt, also mach schon eine Spezialattacke. Jetzt hast du nämlich welche verschwendet. Und Spezialattacke. Auf sie mit Gebrüll. Solange nur seine komischen Laser einsetzt, ist ja nicht das Problem. Das ist schön, dass sie so viele Spezialdinge einfach droppen hier. Ja. Da kann man die Dinger mehr spammen. Muss keine Angst haben, dass einem die Spezialattacken dabei ausgehen. Und die Feindin-Truppen starten übrigens eine Großoffensive. Oh nein, die Truppen kommen jetzt in deine Nähe und wollen dich umbringen. Ja, danke. Tja, wie muss ich erstmal warten, bis Gomi aufgestanden ist? Wie sind denn deine bisherigen Eindrücke des Huhns? Macht nicht ganz so viel Spaß wie Garnon. Nicht annähernd so viel Spaß wie Garnon. Das ist zu schwach, ne? Ja, es stupt einfach nichts. Man muss sich ein bisschen sehr anstrengen, um die Bosse zu töten, dafür, dass man das ultimative Huhn ist. Sagen wir mal, die normalen Gegner zu töten ist unglaublich spaßig, weil so ein Dinodox einfach gar nichts machen kann. Ja, das stimmt. Da rennt sie halt einfach rein und die fallen um. Die großen Bosse damit zu besiegen ist irgendwie doof. Ja. Es dauert alles viel zu lange. Weil ja. Die normalen Gegner, die scheinen auch viel Schaden ich zu nehmen. Ich hab 8-mal gedroht, dass er sich umdrehen soll. Aber möglicherweise hat es Goma trotzdem getroffen. Die Bosse kriegen irgendwie einfach keinen Schaden durch die Attacken. Also zumindest lange nicht so viel Schaden wie die ganzen normalen anderen Charaktere, die hier so mit rumlaufen. Das ist außerdem die zweite Welle überstanden. Das heißt, ein Herztransportsender wurde wieder gesichtet und es wird Zeit für die letzte Welle, weil es ist ja die erste Mission. Da die haben letzte Welle wurde gesichert. Instant in dem Blitzangriff vom Dunkelverbrannten. Ja, das Übliche. Aber hier ist es ja kein Problem. Zum Glück. Mit dem Huhn mal eben rauszurennen aus der Animation. So, da sind tausende von Dinodos um dich rum, außerdem Goma ist wieder da. Ist ja nur gerade eben erst gestorben. Ich stand da, hab A gedrückt. Oh, ich habe gar keine Spezialattacken. Ups. Ja, dann Spezialattacke. Da vorne liegt SP voll, können wir gleich ansammeln. Das habe ich jetzt voll. Und kaboom, erstmal hier vorne alles sprengen und 116 Chaos holen. Außerdem schon wieder Magie voll. Das Huhn hat Goma besiegt. Ja, magievoll, was uns ermöglicht, Gegner im Stunlock drin zu halten. Ja. Und Hühnerarmee! Yay! Juhu! Und Goma, jetzt steh auf! Guck mich an! Jetzt singen wir alle das Hühnchenlied! Hühnerarmee! Yay! Kaboom! Das sagt nochmal einer, du hättest als Huhn nichts zu tun. Ja. Mein Gott, sind die viele Gegner gleichzeitig. Ja. Wenn man die Wissens alle gleichzeitig erstechen könnte, wäre super, aber nein, da sind Riesenbusse in der Nähe, die einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Ja. Und wieder mal, Angriff auf alle. Ja, das nicht nur machen wollen, sondern das auch tun. Ja, das ist leider wahr. Das viel größere Problem. Noch mehr SP, die verwendet werden können, um den Gegnern noch mehr Schaden zu machen. Und Spezialattacke. Dahinter der Manhandler liegen noch mehr SP rum, die wir uns direkt auch schnappen können. Wunderbar. Es bricht nie ab. Und die nächste Spezialattacke, na sowas. Außerdem Giftattacken von meinem Handler. Gut, dass wir gerade in der Spezialattacke sind und dementsprechend nicht getroffen werden. Ja. Weil geht er ja hier, wenn du Huhn spielst, ja leider einfach mitten in deinen Spezialattacken trotzdem angreifen dürfen. Warum auch immer, ja. Ja. Na gut, sind dann alle plötzlich Argoroks geworden. Argorok darf ja auch irgendwie alles. Ja. Außerdem schon wieder Gift, weshalb die Spezialattacke uns jetzt gerade mal kurz retten muss. Leider wurde Gomi nicht getroffen, weil er hinter der Wand war. Ja. Und Attacke auf Manhandler. So, stirb, brauchst nur noch zwei Attacken. Das Huhn hat Manhandler erledigt. Yay. Außerdem noch mehr SP. Die beste Frage zu diesem Modus, die ich immer noch online gelesen hatte, war: Lohnt es sich vom Damage her, das Huhn überhaupt zu leveln? Und ich sitze da, ja. Ja, tut es. Ja, gut, du merkst am Anfang tatsächlich nicht viel bei dem Huhn. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Das ist eine reine Vermutung von mir. Ich glaube, dass das Huhn einen riesen Angriffsboost mit allen 5 Leveln kriegt. Weil ich hatte eine ganze Weile praktisch keinen Schaden gemacht und dann habe ich ein 5er Level erreicht. Ich hatte das Gefühl, plötzlich Schaden. Die Gegner sterben tatsächlich. Ich kann dir nicht sagen, es kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es schien mir so, als ich damit gespielt habe. Außerdem ist da vorne der Dunkelverbannte, der letzte Boss dieser Mission, der noch besiegt werden muss. Komm, steh wieder auf, Dunkelverbannter. Können wir mal gucken, kannst du den staggern? Ist es tatsächlich möglich, ihn umzukippen? Bremst? Ja, er wird gestaggert, das ist schön. Wunderbar, dann ist der Dunkelverbannte mindestens auch, also der Verbannte generell wird es auch nicht so schwer zu besiegen. Schade, aber nach dem zweiten Mal umkippen nicht zu funktionieren, weil solange wieder normalerweise auf dem Boden liegen sollte, hätte er jetzt nicht sofort wieder floppen dürfen. Oder das Timing ist einfach nur schwierig. Kann beides jetzt sein.
unter Umständen, ja, kannst du ihn wieder staggern. Ja, du musst halt nur schnell genug sein. Wenn du dir zum Beispiel vorne in der Ecke halten kannst, ist es natürlich super. Allerdings sind die Dinodosen, wenn die dich angreifen. Und außerdem kannst du natürlich trotzdem ein bisschen meinen, diese Missviecher. Ja. Dass der Verbannte dir irgendwo hinwegfliegt. Und ja, wieder eine Timing-Geschichte offenbar. Der Dunkelverbannte hat sich einfach zwischendurch befreit. Und dann muss er seine Spezialattacke auswerfen, damit er wieder gestaggert wird. Und wieder Spezialattacke. Das Timing war scheinbar wieder nicht hundertprozentig richtig. Mein Gott, das ist die Pest. Ja, mit dem Huhn zu spielen ist wirklich nicht angenehm. Da hatte man nicht unbedingt Spaß im Sinn. Da hatte man nur im Sinn, ja, das Huhn, das ist auch alleine schon witzig genug. Ja. Da freuen sich alle, dass sie das Huhn spielen dürfen. Ich denke mal, drei Spezialattacken sollten eigentlich reichen, um das dunkelverbannte Ding dazu erledigen. Oh, du Stagger sind zu Tode. Ja. Das Huhn hat den Dunkelverbannten besiegt. Ja. Das Huhn hat den Dunkelverwandten von innen begutachtet. Ja. Wenn man mal jemanden zu Tode staggern kann, dann kann man das auch ausnutzen. Herzen sind wieder voll und alle Feinde wurden erfolgreich besiegt. Und so sieht ein Huhn von innen aus. Ja. Ich sage mit dem Huhn das ist nicht das Problem, dass man in Festung reinguckt und nicht geladen sind. Das stimmt, weil das Huhn selber relativ klein ist. Ja. Und dementsprechend B-Rang in besiegt. Es werden hier also auch die Kills gezählt. Aber yeah, es werden nur die Kills gezählt. Das ist schon mal perfekt. Das heißt, die Zeit wird nicht gezählt. Das heißt, man muss hier nur die 5000 Kills holen. Ich wollte gerade sagen, das ist super. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt auf Level 200 sein, um die letzte Mission in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Ja, wir müssen nur hoch genug sein, um in den 90 Minuten die Mission zu schaffen. Ja, und müssen dabei halt genug Chaos sammeln. Ja. Die Mission normal zu spielen, so nebenbei, damit wir ein paar zusätzliche Chaos holen, ist jetzt nicht das Problem. Das stimmt wohl. Aber sonst wäre es halt nervig geworden. Ja. Ja, wir haben noch eine... Nee, Moment haben wir gar nicht. Wir haben keine Level 1 Mission mehr. Aber wir können 7000 Feinde besiegen. Ja, das wird doch noch lustig. Ja. Bei Schlachten der Boss-Herausforderung und von Ganons Rache, bei denen ein Belohnungssymbol angezeigt wird, bekommst du eine Belohnung, wenn du einen A-Rang erzielst. Das Hühnchen kriegt, glaube ich, eine Belohnung. Zumindest Das Hühnchen nicht bekommt gar nichts. Das Einzige, was man für das Huhn bekommt, ist die Anerkennung. Ist das Achievement, dass man in allen Herausforderungen A geholt hat. Ja, deswegen sage ich ja, die Anerkennung. Ja. Du kriegst eigentlich nichts. Ja, get nothing! Der Gerone Hauptmann rückt gegen den Magie-Crew-Transportsoldaten vor. Ja, aber hier werden jetzt Chaos wiederum nicht gewertet. Wir müssen ja auch 7000 Chaos holen, da wäre es auch irgendwie schwachsinnig. Ja. Stattdessen wird wieder unser Schaden gewertet auf dem Hühnchen. Ja, der Markus ist ja nicht schlimm. Ich wollte jetzt zu dem Markus hinrennen und den umbringen. Nee, der Markus hier spawnt tatsächlich Gegner, die du besiegen musst. Und dementsprechend ist das ein freundlicher Markus. Ja. Der Markus ist auf deiner Seite, töte ihn nicht! Das Huhn hat den Ex-Cyphers besiegt. Wunderbar. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee gewesen, wenn man einfach einen guten Mix an Gegnern hingestellt hätte. Ja. Und SP en masse. Wenn man jetzt einfach immer wieder Exalphos tötet, immer wieder nur einen einzigen Boss in der gleichen Mission hat, wie zum Beispiel halt immer Dunkel Links, immer Dunkel Feist, immer Dunkel Darunias, dann wird das irgendwie auch ein bisschen doof. Ja. Das hätte man auch anders lösen können. Hätte man deutlich besser lösen können, ja. Dafür, dass es halt der finale Modus des Spiels ist. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich im Sinn hatte, dass man ja theoretisch diesen Modus ja als ersten Modus spielen kann, dass man deswegen nicht so eine Variation an Items bekommt, weil man dann halt wirklich einen Overload an absolut allem nachher hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ich das auch im Kopf hatte. Ich glaube, es war einfach nur die Einfachheit, das gleiche Modell immer wieder laden zu müssen. Ja. Das ist halt keine 1000 unterschiedlichen Gegner mit unterschiedlichen Movesets und so weiter da zu haben. Ja. Man hat ja selbst in den normalen Missionen kaum mal mehr als einen Gegnertyp. Wohl wahr, wohl wahr. Ja. Du hast mal zwei. Du hast ja mal die Stahlmeister und die Nimbusgarden und dazu dann mal irgendwo ein Dinodorus mittendrin. Aber auch in diesem Modus hier sind die Spezialattacken des Hühnchens ohne Zweifel die beste Wahl für Attacken. Kriegen wir mal eben so 82 Chaos, wenn wir Pech haben in der Attacke. Und wir haben überall SP rumliegen, wirklich, aber wirklich überall. Von daher kann man das spammen und spammen und spammen. Und irgendwann kommen wir dann nochmal auf unsere 7000 besiegten Feinde. Das 100 übrigens 1500 Feinde besiegt. Uey. Material erhalten. Yay, Materialien, die sind so wichtig. Wunderbar, ja, ich weiß. Da vorne ist Magie. Juhu! Und wenn man mit allen Charakteren schon alles hat, sind Materialien noch so wichtig. Wohl wahr, wohl wahr. Das Huhn hat übrigens den Dinodorus besiegt. Goma, Laserattacke. Ja. Da steht ja der Markus mittendrin, den will ich nicht umbringen. Ja, das wäre nicht so vorteilhaft, aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm. Na, es wäre jetzt nicht so schlimm, also trotzdem lieber, wenn nicht.
Perfekte Gelegenheit mal wieder, um eine Spezialattacke reinzusetzen, die Gomi nebenbei mit angreifen kann. Und 152 K.O.s. Ein Faustkristall-Transportsoldat wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet, das ist immer was Schönes. Ja, Gomi steht wieder auf, da haben wir nochmal 5 Gürtel Magie und Gomi macht seinen Laserangriff. Süß. Ja. Ah, die Manhandler-Tentakel wurden gesichtet, wir sollten Manhandler-Tentakel kloppen gehen bei Gelegenheit. Nicht nur bei Gelegenheit, sondern sofort. Ist er nicht oben drin gespawnt? Nee, da blinkt glaube ich nur der da Magus. Links ist auch keine gespawnt, da sind die alle dort rechts drin gespawnt. Alle in einer Festung. Das ist doch was Vorteilhaftes. Ganz was Seltenes. Gut, das fällt an, wie viel hier rumliegt, ist unglaublich. Ja. Da, da sind sie, alle drei Manhandler-Tentakel. Brrrr, sind schon tot. Oder? Ne, sind noch nicht tot. Sahen irgendwie so aus, als wären sie schon in ihrer Todesanimation. Transportsoldat, yay, mit SP voll für uns. Und Spezialattacke! Alles nein, stirbt. Auf Go mal ein bisschen was einsetzen. Ja, kannst du mal den Tod trennen. Guck dir das an, hast du Spezialattacke eingesetzt, 187 K.O.s geholt und das Feld ist einfach wieder voll. Ja. Und nochmal. Und Spezialattacke hinterher. Herrlich. Wenn so Situationen sind, dann wieder lustig mit dem Huhn. 152 K.O.s gespielt. Wenn die Riesenboss halt nicht dabei wären. Ja. Ich finde den Modus deutlich besser. Ich fände den Modus deutlich besser, wenn sie einfach die Riesenbosse rausgelassen hätten. Und nochmal, stirb Goma! Oder die Riesenbosse halt einfach deutlich schneller hätten sterben lassen. Deutlich schneller hätten sterben lassen. Vielleicht hätten sie die Riesenbosse auch kleiner machen können oder das Huhn noch größer. Ja. Sodass sie halt durch normale Angriffe genauso bei Ganon gesteigert werden. Ja, oder das halt. Dass wenn du da drauf pickst, dass sie einfach auch gesteigert werden. Punkt. Aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, das hat man ja bei Ganon schon gehabt. Warum will man das denn nochmal haben? Das wäre ja viel zu einfach. Das können wir jetzt aber nicht nochmal machen. Das wäre nicht innovativ genug. Ja. Dann machen wir lieber dieselben Maps nochmal, aber verändern ein kleines bisschen das Gameplay, sodass es nervig wird. Ja, quasi so wie die Master Quest Karte. Oh, das stimmt. Die Master Quest Karte war genau der gleiche Scherz. Na, ich hab kein SP mehr. Nein, leider nicht. Du hättest theoretisch Magie nicht mehr zu einsetzen. Und Lana Link wurden gesichtet. Ja. Ja, wie schon erwähnt, du kannst Lana Link dadurch retten, indem du die Dunkelgegner tötest, die auf sie entsprechend zurennen. Ist also eigentlich nicht so schwierig, das zu tun. Und Spezialattacke auf alle! Ist das P-Plus in mir gelandet? Ja, das ist doch nützlich. Ja. Außerdem ist ein Teil der Feindlich-Truppen gegen Lana und Link vorgerückt. Nein, sowas, wirklich. Ja, sowas aber. Hab ich ja gar nicht mit gerechnet. Der Feind sammelt sich hier, das gefällt Lana gar nicht. Die du gerade einfach die Spawner, sind die gestorben? Ich bin mir nicht sicher. Einige gestorben und einige laufen zu Lana Link hin. Ich will zudem mal in die Festung gehen und die alle töten, die da drin sind. Ah, die ist auch vor. So, und damit. Spezialattacke! Ich glaube, du stehst nicht ganz in der Festung und so, dass einige rechts und links von denen nicht getroffen werden können. Lanky Lank ist übrigens schon in Bedrängnis, du musst Lanky Lank schnell retten. Und weiter geht's. Bäm. Schlusserweise hat Lana quasi noch gar keinen Schaden genommen, Lank ist schon in Bedrängnis. Ja, weil du hier die Dunkelgegner ja schon niedergemetzelt und aufgehalten hast, sodass sie noch nicht angegriffen werden konnte. Und ganz viele SP, der Magus hat noch mehr Goblins beschworen. Oh nein. Nein, wie schlimm. Und weitere Spezialattacken auf die Gegner. Spawn mir bloß nicht mehr Gegner. Besiege schnell den Magus und verhindere die Beschwörung weiterer Truppe. Was würde ich nur tun, wenn er mir keine Gegner mehr wenn er mir weiterhin Gegner beschwört? Ja, und dann das gerettet, jetzt kannst du ganz schnell zu Link rüber rennen und den auch retten. Aber erstmal habe ich mir die 3 SP geholt. Ja, Link ist in der Festung unten rechts. Danke für deine Hilfe. Lana wird geheilt und Lana hat sich dem Checkern angeschlossen und wird jetzt mit für uns ein paar Kills sammeln. Und das Lanky Lank, der wirklich schon scheintot ist. Ja. Ja, schnell ein paar SP hier vorne verbrauchen, dann kannst du theoretisch auch auf die draufpicken. Das draufpicken geht bei den Bossen schon fast schneller als die Spezialattacken. Naja, ungefähr gleich schnell. Wenn du sie alle gleichzeitig erwischen kannst. Ja. Und da liegen auch wieder neue SP direkt vor dir. Das 104.000 Feinde besiegt. Sehr gut tun. Ja, einmal um den Naruto rum. Und so, sie greifen weiter Link an. Ja, aber Link schon voll geil. Ja, man sieht schon, dass du ihm geholfen hast. So, und dann zerpicken wir die Dunkelrutos weiter. Das Huhn hat den Dinodorus besiegt. Gerade diesen einen Topf zerstört, da war nichts drin. Ich glaube, da waren Rubine drin. Das war aber ein gelber Pot. Deswegen hätten eigentlich SP drin sein sollen. Aber naja, egal. Das Huhn hat den Dinodorus besiegt. Wunderbar. Und es wurden weitere Dinodorus gesichtet. Wunderbar. Das passiert ja selten. Nichts Schöneres als mehr Dinodorus. Ja. Und da kommt die nächste Dunkelruto angelaufen, die sterben möchte. Der Dinodorus und die Exalfos wurden jetzt gesichtet. Gemeinsam. Die jetzt wahrscheinlich wieder gegenseitig gestärkt werden. Ja. Das Huhn hat Dunkelruto besiegt und Lanky Lank sollte sich uns jetzt auch anschließen. Yay! Eine weitere Huhn-Attacke! Was sind da mehr Dunkelrutos gespawnt? 182 K.O.s, ja. Wir sollten uns für die Hilfe revanchieren, Link.
Solltet ihr, ja, indem ihr am besten ganz schnell mal eben 2000 Kills für uns macht. Und Link hat sich dem Chicken angeschlossen, wie sich das gehört. Yay! More Party Members! Und da vorne ist direkt die nächste Route gespawnt. Mehr Dunkelrutos! Der Nachspawn an den entsprechenden Dunkelgegnern in dieser Mission hier bricht ja nie ab. No. Wenn man wirklich ein paar Erfahrungspunkte sammeln will, dann tötet man einfach keine normalen Gegner, sondern killt immer wieder die Dunkelgegner, weil sie Nachspawn nie abbrechen. No. Aber irgendwann hat man dann doch zu viele normale Gegner zwischendurch so nebenbei mit erwischt. Du hast noch keinen Erfahrungsplus. So ein paar normale Gegner stechen, bis du Erfahrungsplus hast. Und da sind wieder die zusätzlichen Energieleisten auf dem Feld. Juhu! Ja, mehr Energieleisten! Da kann man nie genug von sehen. Und Magieausfall-Finisher. Zump! Ja, guten Morgen, Huhn. Anbruch des zweiten Tages. Oder so. Verbleiben 48 Stunden. Irgendwie so. Huhn hat 5000 Feinde besiegt. Und Stufe mal wieder erhöht. Stufe 82 erreicht mit dem Mädchen. Weiter geht's. Bock. Die Gegner haben sowieso keine Chance hier vorne. Naja, nicht wirklich. Nochmal. Sind ja keine Bosse mehr da. Wohl wahr. Wenn Bosse da wären, dann wäre das deutlich gefährlicher für uns. Und Goma hat den Kampf gewittert. Wenn man von Goma spricht, dann ist er auch direkt da. Ja, außerdem immer noch mehr Energie leisten. Ja, leider. Wir werden sie irgendwie nie los, diese Energieleisten. Die kommen einfach immer und immer wieder, wenn die Gegner in der Nähe sind. Na. Das ist wirklich ein äußerst interessanter und äußerst nerviger Glitch. Ja. Es scheint irgendwie zu passieren, wenn die Gegner Schaden nehmen. Wenn die Gegner ihre Leisten reduzieren. Ja. Aber warum es passiert, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich habe so auch nichts gelesen. Hey, lass uns anderswo ein paar Feinde besiegen, Link. Ja, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Ist denn Link? Na echt, wer ist das denn? Der Magus wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Juhu, mehr Bockblins. Mehr Bockblins. Das ist gut. Und weitere Spezialattacken Richtung Goma. Und die ganzen, auf die anderen Bosse, die hier vorne sind, ist halt wieder ein Haufen hier. Ja. Ist ja schon fast so wie bei den Dunkellinks. Ist voll geworden. Und Hühnerangriff. Wump. Immer noch 167 Chaos, obwohl wir größtenteils auf große Bosse zielen und auf kleine, die daneben stehen. Ja. Herrlich. So, noch mehr SP. Das heißt noch mehr Spammerei. Und der Dinodos und der Exalfos rücken gegen das Huhn vor. Das ist doch schön. Können wir sie wenigstens mal töten. Mistkerle. Und die Dunkelrutes wurden ebenfalls auf dem Schlachtfeld gesichtet. Das ist aber ganz nice. Ja. Können wir wieder alles niederhacken. Goma steht wieder. Das heißt. Goronhauptleute sind wieder gespawnt. Spezialattacken. Juhu, ich liebe die Goronhauptleute. Ja. Wenn die Goronhauptleute spawnen, dann heißt das allerdings auch, dass die Magie-Crew-Transportsalaten mit spawnen. Die du dir da theoretisch holen kannst. Bleib so wichtig, da ist gerade der SP-Transporter da neben mir gespawnt. Ist der ist wichtiger. Und nochmal. Die Hühnerarmee. Das Huhn hat übrigens Goma besiegt. Ist auch schon erledigt. Ja. Ging halbwegs flott, dank den Spezialangriffen. So, ein Faustgestalt Transporter wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Sehr schön. Und es fehlen nicht mehr viele K.O.s. Wir sind schon auf 6900. Und besiegen stellt in Magus. Nein, wir machen jetzt einen speziellen Und das sollte es jetzt gewesen sein, ja. Und ja, das war's. Mission erfolgreich. Das Huhn hat gesiegt. Du hast 7000 Feinde besiegt. Yay. Aus dem ein unglaublicher Kampf. Ja, Proxy, wissen wir. Ja. Warum aber Proxy uns sagt als Huhn, ey, unglaublicher Kampf. Ja. Wir sowieso enttäuscht, dass da das Huhn unten keine Tech-Leiste hat. Ja, ich weiß auch nicht, warum Ganon und das Huhn nicht beide gesprochen haben. Oder einfach ein Zanto-Text. Das wäre natürlich das 1A überhaupt gewesen. Ja. Zanto-Helm aufsetzen, Zanto-Text. Und Arang mit dem Huhn. Juhu, erlittener Schaden 3400. Außerdem Stufe 1 Waffen, weil sinnvoll. Und ein paar Stufe 2 Waffen. Wow. Ja. Ist ja, hör mal. So viele tolle Sachen. Mit Sternchen. Ja. Bei den ganzen Waffen, die wir hier kriegen. Ein weiterer Speichervorgang. So, dann haben wir noch eine Level 2 Mission, nämlich hier. Riesenschlagstufe 2. Riesenschlagstufe 2, genau. Auf geht's. Der Strahlzyklop. Das sind Steinstatuen, die dich mit einem mächtigen Energiestrahl angreifen. Ja. Bin mal gespannt, ob Strahlzyklop überhaupt sparen können bei dem Huhn. Ich glaube mal nicht. Na, man kann sie nicht zerstören. Ja, sie waren ja auch nicht in Ganons-Modus da, also werden wir bei dem Huhn wahrscheinlich auch auf keine treffen. Das glaube ich auch nicht. Das wäre auch dreist. Es ist unsere Lieblingsmission. Yay. Der Siegelhain, den wir zweimal spielen durften mit Ganon, weil der letzte Verbannte durch die verdammte Tür einfach durchgeglitscht ist. Ja, ich hab's Verbannte. Spannend. So, die Anführer der Horde haben den Kampf gemerkt und werden stärker. Da haben wir erstmal einen Agorok und einen Goma, der auf dich mit Lasern schießt. Ich weiß genau.
Da wurden gerade irgendwas Bier fallen gelassen. Besiege die Anführer der Horde oder spamme zumindest ihre Angriffe auf sie, damit sie sich erstmal von ihrem Team entfernen, sodass du sie besiegen kannst, ohne irgendwelche anderen nervigen Bosse in der Nähe zu haben, die dich angreifen können. Na, da hat der erste, glaube ich, gerade eine Horde Dunkeldarunias beschworen. Oh, vorsichtig, Goma kommt näher. Goma will unbedingt mitkämpfen und ein paar Laser auf dich schießen. Ja. Freches Viech. Ich glaube, darauf lautet die Antwort: Hühner-Armee-Attacke und Dunkelarunias sind auch da, ja. Wie du gerade richtig erwähnt hast. Agorok denkt sich, nope. Ich fliege einfach mitten durch die Attacke durch. Ist halt okay. Der Agorok. Der darf das scheinbar. Dafür lässt er sich anderweitig stun locken durch das Hühnchen. Vorsicht außerdem Moblins. Die wollen auch mitmischen. Ja. Und eine weitere Hühnerarmee, die durch alles durchfliegt. Und wieder denkt sich der Agorok, ich brauche nicht da drin stehen zu bleiben. Das ist eine Spezialattacke. Ich kann mich bewegen während Spezialattacken, das ist mein besonderes Feature. Ja. Das war so gedacht von den Programmierern, deswegen mache ich das auch, wann immer ich kann. Brrr. Aber das so gedacht war, bezweifle ich immer noch, aber... Ich weiß es auch nicht so genau. Es passiert auf jeden Fall. Aber der Agorok stirbt auf jeden Fall ganz gut, sie nimmt zwar jetzt nicht den megamäßigen Schaden. Er ist jetzt auch wieder eine Stufe 2 Mission. Ja, leider. Aber immerhin funktioniert jetzt alles. Ja. Außerdem haben wir da ganz viel Kram in den Büschen gefunden, den wir gleich einsammeln können. Ja. Und der Anführer der Horde Nummer 1 wurde besiegt. Goma kommt ja schon wieder viel zu nahe. Ja, in der Mission hier mussten wir jetzt, Wir mussten nur die Anführer der Horde töten, aber diese Goma würden mir sonst den Rest der Mission auf den Keks gehen, aber... Wir mussten nur nicht zu viel Schaden nehmen, ne? Ja. Das war's, okay. Ja, dann weiter geht's mit dem nächsten Anführer der Horde, der hier vorne übrigens Goma ist. Yay, mehr Gomas. Weil Gomas sind so spaßig, Gomas sind gesund. Oder so. Ja, wir sehen den nächsten Anführer der Horde. Immerhin hat der Goma hier keinen besonderen Effekt oder so. Wie ja, er hat starke Gegner beschworen. Ja, das ist ja jetzt nix im Endeffekt. Das ist im Grunde kein Effekt. Bombok. Normale Gegner töten für ein paar SP plus. Und das Wunder hat den Stahlmeister besiegt. Hallo König Dodongo, schön dich hier zu sehen. Willst du etwa auch mitmischen? Ja, leider hat König Dodongo mich mit seinem Angriff gedreht. Das habe ich Goma nicht getroffen. Oh, ich habe doch getroffen, okay. Große Fee wurde unten rechts auf der Minikarte gesichtet. Die große Fee rückt vor, um Riesenmonster zu heilen. Ja. Ja, dann rücken wir wohl mal vor, um die Riesenfee zu anti-heilen. Vorne ist immer noch dunkel, der Runa von gerade eben. Ja. Bock. Leider darf die Fee sogar angreifen, während du deine Attacken hier machst. Frechheit. Ja. Jetzt hast du keinen Bock mehr. Jetzt wartest du darauf, dass die Dunkelarunias da ist und dann macht sie erstmal wieder was. Thun hat den Moblin besiegt. Und es ist Zeit auszuweichen. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ganz viel Schaden. So, das Thun hat die große Fee besiegt. Und 5 Herzen erhalten. Yay. Immerhin, tschüss, sehr schön. Tschüss. So, geh euch wieder an, ein paar Gegner um zu kreuzen. Boah, ich hab wieder mal keine mehr. Der Anführer der Horde hat starke Monster herbeigerufen und der Anführer der Horde kommt zu dir. Das Huhn hat den Moblin besiegt, das war jetzt auch nicht so schwierig. Ja. So, Anführer der Horde fällt. Wir haben leider auch momentan keine Magie voll. Liegen hier nicht irgendwo, da hinten liegt Magie, dann hättest du Magie voll, wenn du die einsammelst. Ja, aber die hilft mir auch nicht richtig viel. Kannst du Magiefirmischer benutzen. Oder so was in der Richtung, oder du machst halt Stunlock einfach drauf mit dem starken Angriff. Das hilft auf jeden Fall schon, würde ich sagen. Und noch eine Goma, die ebenfalls gestunlockt werden will. Da ist sie nun, die Goma. Immerhin gehen die Angriffe, während du in Magie bist, auch deutlich, deutlich schneller. Und Magie-Finisher. Huhn, Schnabelattacke. Hat leider nicht funktioniert, weil Goma in der Animation drin war. Ja. Wunderbar. Und Goma springt. Da vorne sind SP links an der Seite. Ja, da wollte ich auch hin. Oh, da ist Goma wieder. Das heißt, es wird Zeit für eine weitere Schrobezial-Attacke. Gut, dass dieser Modus überhaupt nicht eintönig oder nervig oder langweilig ist. Nö, da hast du gerade wunderschön gerade durch die Wand durchgeguckt und hast ganz viel Grün gesehen, das war nett. Ja. Muss man so auszudrücken. König Dodongo lädt währenddessen sein ultimative Feuerball mal wieder auf, auch was ein nettes ab und an mal so zwischendurch. Schaden dürfte auch Lex B-Rang sein. Meinst du? Ja. Ist 8000? Ich glaube nicht, dass es B-Rang ist. Ich glaube, du hast noch ein bisschen Freiraum. Verbleibende Monster und habe übrigens den Kampf bemerkt und rücken vor. Da vorne ist der nächste Anführer der Horde, der dich bombardieren werden wird. Bock. Und Zeit für einen weiteren Stunlock. Solange bis irgendwann dieses Bombardement dann aufhört. Bin mal gespannt, wie viel Schaden wir durch dieses Bombardement nehmen werden. Da man, soweit ich weiß, in der Festung keinen Schaden davon nehmen kann, sollte sich jetzt hier äußerst in Grenzen halten. Stimmt, wenn es jetzt hier nicht einsetzen kann, dann wird das gar nicht mehr so schwierig.
Da nähern sich ein paar Moblins, weil die meinen mitmischen zu müssen. Und König der Dongle jetzt einen großen Angriff auf. Vorsicht. Spezialattacke! So, dadurch kann man auch großen Angriffen ausweichen. Ja. Und außerdem sind ganz viele SP nachgespawnt. Der Argon ist jetzt auch hier, um mit anzugreifen. Ja, der Argon gehört ja zum zum Handler, von daher. Allerdings, wenn wieder Fotobombt die Attacke. Natürlich, das ist der Argon. Der kann sich ja während Spezialattacken extra deswegen besiegen. Das ist der Fotobomber schlechthin. Ja. Keiner kann sich bewegen, ich kann es. Ja. Wer sagt, dass ich mich nicht bewegen darf? Da habe ich nirgendwo gelesen. Der macht sogar einen Zeitstopp noch. Fotobombs. Ja. Oh, nochmal, Spezialattacke hinterher. Vielleicht kann er nicht lesen, vielleicht hat er seinen Vertrag einfach nicht gelesen und ich werde das nicht bewegen darf. Wie, du kannst nicht lesen? Ja. Da muss man was tun. So der übliche Bösewicht-Vertrag, weißt du? Ja. Aber du musst warten, bis die Guten ihre Animation durchgemacht haben. Da das war nochmal eine ganze Leiste Schaden fast. Ja, jetzt wird wahrscheinlich wer sein. Der Anführer der Horde Dodongo. Der nicht gestunlockt werden will. Vielleicht nicht kann, wer weiß. Auf jeden Fall, wenn wir den schicken Magieangriff anmachen, dann geht's theoretisch oder auch nicht? Fragezeichen, gerade ging's nicht. Ah, vielleicht hast du ihn einfach noch nicht ordentlich erwischt gerade. Ja, also wenn er in bestimmten Animationen zu sein scheint, dann geht's einfach gar nicht zu gehen. Scheinbar. Das ist wunderbar. Ah, okay, aber wenn du in der Ecke hast und einfach sofort immer wieder den Angriff machen kannst, dann scheint's zu funktionieren. Also der Trick ist wahrscheinlich, ihn irgendwo in der Ecke hängen zu haben, um das zu tun. So, und tausende von Leisten. Und da ist auch Dodongos Leiste. Ja, viel schlimmer ist, dass ich keine Spezialattacken habe, sodass ich nichts machen kann, dadurch, dass ich jetzt gerade angegriffen werde. Ja, starker Angriff vielleicht? Da ist eine Spezialattacke. Dann kannst du eine Spezialattacke hinterhersetzen. Wunderbar. Und Attacke auf alle. Ein wunderbarer B-Rang wird das hier. Und ja. Finisher gegen König Dodongo. Das macht mindestens auch Schaden mit dem Hühnchen. Ja. Ich bin einfach nicht genug auf hohem Level, um hier irgendwie großartig die Gegner schnell genug töten zu können. Oh, das ist aber das große Problem an dem Huhn. Du kannst bestimmt die großen Bosse weglocken und die dann vorsichtig besiegen. Das ist jetzt immer in der Nähe von den anderen großen Gegnern gekämpft. Ja, auf jeden Fall wurde eine neue Monsterhorde gesichtet. Wer hätte es gedacht? Es sind die Verbarrerranten. Ja, die Verbrannten. Yay! Besiege die letzten Anführer der Horde. Und dann ist diese Mission ja auch geschafft. Ja. Der Anführer der Horde will ein Riesenmonster herbeirufen. Das weil wir noch nicht genug auf dem Feld sind. Unglaublich. Ja. Ein unfassbares Konzept. Komm her, Anführer der Horde. Warte. Ich weiß, dass ich da drin angreifen kann in der Attacke. In dem Floppen. Oh, er wollte offenbar nicht. Ist wahrscheinlich nicht im richtigen Winkel erwischt dafür. Und da hat das Timing scheinbar gerade wieder nicht hundertprozentig gestimmt. Deswegen hat er einfach angefangen zu floppen, anstatt wieder umzufallen. Jo, das ist hier unten sehr gefährlich gerade mit dem Huhn. Mit drei Verbanden, die anfangen können zu floppen. Von der Seite scheint es nicht zu funktionieren, das scheint man von vorne machen zu müssen. Das habe ich in der letzten Mission immer von der Seite gemacht, das hat immer funktioniert. Ja, sonst ist Timing irgendwo falsch. Dieses Mal. Irgendwo, an irgendeiner Stelle. Das Huhn ist einfach scheiße. Das ist meine Theorie. Es wird trotzdem irgendwo festgelegte Regeln geben, aber ja, das Huhn ist auch scheiße. Ja. Also ich der einzige Boss im gesamten Spiel, der mir null Spaß macht, ganz ehrlich. Das ist für mich reines Zeitabsitzen. Tja. Aber es muss auch gemacht werden für die letzten Achievements. Ja, du kannst es ja gerne machen. Nein. Du bist besser als ich im Nicht-Schaden nehmen. Deutlich besser. Ich schaff's nirgendwo A-Ränge durch keinen Schaden nehmen zu kriegen. Der Anführer der Horde will noch ein Riesenmonster beirufen. Ich kann nachher die Mission machen, wo wir nur besiegen. Aber die mit keinem Schaden, das ist nicht meine Welt. Außerdem kommt mein Handler gerade langsam sicher hier runtergerollt. Ja, dieser Anführer der Horde hat sich auch gerade beschworen. Und Brock. So, Zeit für einen möglichen Stunlock, wenn es funktioniert. Oh ja, das ist auch übrigens eine Eigenheit. Du musst die Kamera bewegen, damit die wieder hinter dir herkommt. Die Kamera bleibt gerne einfach mal an irgendwelchen Ecken hängen und sie wird dir nie wieder folgen, wenn du die Kamera nicht selbstständig bewegst. Das ist natürlich auch schön. Du kannst einfach komplett aus dem Bild rauslaufen und so. Wo ist das Hühnchen? Wo ist das Hühnchen? Ja. Spielen wir mal ein kleines Suchspiel. Oh, tschüss, Anführer der Horde. Du bist jetzt gefinished von dem Huhn. Wenn wir denn dazu kommen, seine Leistung komplett auf Null zu reduzieren. Ah, sehr gut. Der Verbannte kann tatsächlich reduziert werden. Steht nicht nach der Hälfte auf. Wunderbar. Und Chicken Finisher hat ihn ja nicht ganz umgebracht. Aber wir haben ja noch große Attacken für hinterher. Jetzt wird allerdings erstmal floppen, der Mistkerl. Wäre gut. Ah, genau. Wenn jetzt einfach SP spawnen würden, dann können wir einen SP-Angriff drauf machen. Dann sollte er auch sterben. Außerdem hat er zwischen zweite Mal Handel herbeigerufen. Chicken Attacke! Boom! Ja, Mission erfolgreich. Zwar ein B-Rang, aber geschafft. Die Anführer der Horde wurden besiegt. Gute Arbeit. Dun, dun.
Alles floppt noch, nichts, nichts despawnt. Nee, die wollen alle nicht despawnen. 10 out of 10, bewegen sich nicht mehr beim Floppen. Das sind alles Bosse, die einfach da bleiben möchten. Ja, 23 Punkte, 23.300 Punkte erlittener Schaden. Ja, von 8.000, die man hätte nehmen dürfen. Bisschen zu viel. Ja, unwesentlich. Sicher, dass es 8.000 sind? Ja. Das muss doch. Es sind 8.000. Aber 23.100 muss doch ein C-Rang sein. Nee. Ah, ich weiß es ja nicht. Es sind 8.000. Mehr darfst du nicht nehmen. Ich weiß ja nicht. Dämmerungsspiegel, Düsterspiegel. Da sind noch mehr Düsterspiegel. Und ja, das war's dann auch schon an überschüssigen Sachen. Das war wenigstens nicht so viel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Aring aufgeholt haben werden. See ya! Aloha!